Hallo zu Leute heute. Hollywood liebt Filme über Hollywood. Kein Wunder, dass Babylon zu den großen Favoriten der Awardsaison gehört. Mit dabei Margot Robbie und Brad Pitt, die vorher schon gemeinsam für Quentin Tarantino vor der Kamera standen. Gestern war Premiere von Babylon. Im britischen Königshaus dürfte es gewaltig brodeln, nachdem der zweite Teil von Harry und Megans Doku raus ist. Der Teil, in dem sie die Familie angreifen, unter anderem Kate. Aber die lässt sich davon nichts anmerken und zeigt sich in Weihnachtsstimmung. Florian David Fitz hatte dieses Jahr gut zu tun. Erst war er mit Eingeschlossener Gesellschaft im Kino, dann mit Der Vorname. Zum Jahresende gibt es jetzt noch einen Film, der ihm besonders am Herzen lag und bei dem er nicht nur die Hauptrolle spielt. Es geht um Transgender-Kinder. Gestern war Premiere. Und damit an solchen bitterkalten Winterabenden das Immunsystem nicht schlapp macht, beugt Katy Perry schon mal vor. Weihnachtszeit, das heißt leckere Lebkuchen, heißer Glühwein, Geschenke kaufen und dieses Jahr gehört zur Weihnachtszeit auch ein neuer, brutaler Weihnachtsfilm. David Harbour, der mit Stranger Things seinen Durchbruch hatte, spielt die Hauptrolle. Von ihm kennen wir Namen und Gesicht und wir wissen noch viel mehr. Johannes B. Kerner moderiert am Samstag wieder die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen, die große Ein Herz für Kindergala in Berlin. Ich mache mich jetzt auch auf den Weg nach Berlin, damit ich auch um 10 vor 8 da bin und ich freue mich, mit den Gästen morgen Abend zu sprechen. Die Highlights der Gala sehen Sie dann am Montag bei Leute heute um 17.45 Uhr. Bis dahin, schönes Wochenende und einen schönen vierten Advent. Tschüss.